Die Botschafter sämtlicher EU-Mitgliedstaaten in Wien machten Landeshauptmann Hans Niesel dieser Tage in Rust ihre Aufwartung. An der Spitze der Diplomaten Jurij Machac führt die Slowakei, die doch derzeit den Vorsitz in der Europäischen Union hat. Burgenland ist ein wunderschönes Bundesland, welches vom Norden mit dem einzigartigen Neusiedlersein bis zum Süden mit einer wunderschönen Hügellandschaft sehr vielfältig ist. Dies wurde auch durch die europäische Unterstützung in der regionalen Entwicklung möglich. Die vorbildliche Nutzung der europäischen Finanzen kann man der Slowakei und auch in anderen Staaten als Beispiel dienen. Wobei Burgenland das einzige österreichische Bundesland war, das von Zielförderung unterstützt wurde. Wir sind da sehr bemüht und nicht nur wir, sondern das beruht auf Gegenseitigkeit, dass wir zu unseren Nachbarn wirklich versuchen, diese Zusammenarbeit problemlos zu gestalten, was uns bis jetzt gelungen ist, und unser Ziel ist es, dass es noch besser wird. Vorrangiges Thema für diese Tagung war das Asylproblem. Hierzulande gibt es damit wenig Probleme, meint der Landeshauptmann Hans Niesel, denn hierzulande sind die Asylanten in kleinen Gruppen in den verschiedenen Orten aufgeteilt.